Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier von Grim Tales der Braut. Wir sind immer noch hier im guten, wunderschönen Dinosaurier-Camp. Ich habe keine Ahnung mehr, was, wie, wo, warum. Ach, du haben wir gefunden. Außerirdischer? Was soll es denn Außerirdischer geben? Blitz. Was war das? Tipi. Ach so, ein Zelt. Ein Medaillon. Das kann natürlich alle Formen haben, so ein Medaillon. Das ist echt gerade doof. Ach, das brauchen wir, Hey, wir haben das letzte gefunden. Ein Gemälde. Na, schau mal einer an. Information. Setzt die Teile wieder zu einem Bild zusammen und zeichnen, ziehe die Zeilen und Spalten so, dass wieder ein vollständiges Bild entstehen. Was? Nein! So? Fertig! Was ist denn das? Was ist denn das? Ein Knopf. Schon wieder ein Knopf. Für was brauchen wir denn Knöpfe überhaupt? Nun gut, dann brauchen wir die Zeige. Ich reiche nochmal 1, 2, 3, 4. Und. Eine Uhr. Das, zwei Zeiger. Das ist ja unmenschlich hier gerade. Okay, das haben wir in der Scheune gefunden. Das ist hier, hier und hier. Dann können wir komischerweise die Leiter mitnehmen, was auch sehr komisch ist. Gleichzeitig können wir hier einen Zeiger mitnehmen. Das geht ja auch gut. Eins und eins. Dann haben wir hier, zurück zum See. Dann haben wir hier die Leiter, die wir aufstellen können. Da können wir ins Loch schauen, dann wieder ein wunderschönes Rädchen machen. Ein E. Haben wir hier ein E? Aber ein X. Ach du Scheiße, wir brauchen ein X oder ein E oder was auch immer hier. Hallo! Ein Schildchen? Eine Linse. Eine Pfeffermühle. Was soll eine Pfeffermühle herkriegen? Ach, haben wir gefunden. Eine Schaufel. Lalalala, eine Spitzhacke. Das ist keine bestimmte Schaufel, das ist ein. Ja, okay. Das ist für die. Wie sagt man dem? Fürs Feuer. So was. Eine Granate? Ist das euer Ernst? Lippenstift, Pille, Fächer und Rasierer. Eine Pille. Okay, ein Rasierer. Eine Pille haben wir hier. Ein X, Dr. X oder was? Schlüssel hier. Da bin ich jetzt gerade drauf gewesen. Aber gut, ich sage nichts. Ein Fächer. Klar. Eine Maus. Ist das für die Katze? Für die Katze haben wir eine Maus gefunden? Das klingt sogar logisch, muss ich sagen. Guck mal hier. Oh, das geht nicht gut. Weich. Wie sollen wir jetzt Dynamit? Die Inschrift, ach guck mal, aber wie jetzt? Mal kurz, jetzt machen wir mal. Im Zimmer oben noch haben wir ja noch, wo war das denn? Hier die Uhr. Juhu! Och, du heilige Kanüle. Nein! Freunde, ich muss kurz auf Toilette, aber ich bin gleich wieder hier, ne? Ganz kurz.
kurz wieder. Ich muss leider, ich bin heute ein bisschen doof. Heute ist ein bisschen heiß, ich habe viel getrunken und daher tut es mir leid, meine Freunde. In der Sekunde bin ich wieder hier. Also, guck mal so. Wir machen es so. Ich bin jetzt weg, ne? Ich bin jetzt weg und wir machen den Austausch so gesehen, so als wäre nichts. Okay, das lösen wir so kurz weg. Aber ansonsten, ich denke mal, ich komme gleich wieder, ne? Aber es geht teilweise ein bisschen. Ich sag mal, das Spiel ist zeitweise ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen streng. Meine Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Naja. Freunde. Wie machen wir hier weiter? Wir haben schon so Tiere hier, die wir halt irgendwie. Hey! Okay, die können wir nicht mehr wegnehmen, das heißt, es ist offenbar gut. Welch? Das ist ein Ding, okay. Dann haben wir alles. Ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Oh. Geht eigentlich alles flotti. Ist einfach nur ein bisschen, sag mal, Übung. Ja, genau, so rum. Fertig! Was? Die ganze Uhr? Für was? Ah, natürlich klar, wir brauchen hierfür natürlich die Zeituhr. Ich bin weg! Huh, zum Glück. Was ist denn das jetzt wieder? Ohne die fehlenden Objekte kann ich die... Was? Kann ich das Flächen nicht aktivieren? Was ist, warum hier noch... Oh. Was, noch ein Knopf? Jetzt haben wir zwei Knöpfe, für was denn? Was haben wir denn zwei Knöpfe jetzt? Kann ich es mir mal beantworten? Mal kurz, können wir. Wir gehen zuerst mal noch zum. Haben wir irgend noch was hier an? Nein, auch nicht. Das müssen wir alles hier drinnen machen. Eine gute Frage. Wo. Okay, wir haben jetzt schon zwei Mechanismen. Brauchen aber immer noch irgendwie so ein. Dings. Wir können jetzt gar nichts mehr machen. Wir haben nichts im Inventar. Wir können gar nichts machen. Wir müssen also irgendwo irgendwas hier mitnehmen. Oh. Weiß. Stein, hä? Für was denn? Ne, war da gerade, ne? Für was brauchen wir einen Stein? Nö, wieder nicht. Oh, Entschuldigung. Zum Wegweiser? Ich begreife es nicht, warum?
Geliebt. Okay, geliebt. Vielleicht ist das. Ich begreife es echt nicht. Geliebt. Okay, geliebt. Ach so. Okay. Mach mal kurz. GELIEBTIE. Ah! Mach mal kurz. Ich habe hier ein ganz kleines Post-it. Und ein Stift, der nicht funktioniert. Wow, total genial. Also gut. T. Ah, okay. Also gut. Das. Als erstes das T, als zweites das E, dann als drittes das B, dann als viertes das I, dann als fünftes das E, 6 und 7. Boah, das ist ja echt ein bisschen doof. Okay. T, E, B, I. E L G. Boah, ey, Freunde. Geliebt. Guck mal, ich muss das erste Mal geliebt richtig schreiben, oder? Das war das erste Mal. Guck mal, ich mach Spielverkehr für euch. Und dann nochmal, das ist ja echt gerade doof. Es war eine kurze Sache. Ohne Schrift und ohne Schreiben konnte ich es nicht lösen, aber. Info. Bringe alle Scheiben an ihren entsprechenden Platz. Eine Scheibe kann nur einen freien Platz verwenden. Jetzt. Hm? Oha. Okay. Nein. Aber mal kurz hier und dann hier und dann hier und dann hier und dann hier. Jemand hier runden durch. So rum. Doch, müssen wir so rum machen. Ah, scheiße nochmal. Nein! Arschgeweih. Hier hinten haben wir den noch. Okay, das wird.
So, wir drehen, wir drehen, wir drehen, wir drehen, wir drehen. Das ist doch unschaffbar! Ah. Ups! Das ist echt beschissen, ey, Freunde. Hätten wir 10.000 von Jahren noch hier hängen können. Aber, meine Freunde, tut mir leid. Aber es geht nun weiter mit einer Pause. Wir sehen uns bis dann, meine Freunde. Viel Spaß und bis dann.